Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute mal in einer etwas ungewohnteren Location, und zwar sind wir hier gerade bei uns in der Werkstatt und hinter mir steht die Lowrider ST Fast Johnny, unser Vorführer. Haben wir jetzt leicht angefangen umzubauen, Jacqueline Hyde dran, Midland-Luftfilter mit Kombigutachten, Step-Up-Seat ist drauf, so ein bisschen, ja, in eine extravagante Richtung. Und heute soll es mal um das Thema gehen, warum habe ich mich für eine Harley-Davidson Lowrider S und nicht Lowrider ST entschieden? Würde ich es heute genauso machen? Und vor allem, was sind so ein bisschen die Unterschiede, was hat mich dazu bewegt und bereue ich vielleicht meine Entscheidung? Wir fangen mal ganz am Anfang an. Damals war es so, ich bin die Lowrider S und die Lowrider ST Probe gefahren und mir hat die Lowrider S einfach im Gesamten besser gefallen. Ich bin damals noch die 114er gefahren, die hatte ja noch den kleineren Luftfilter und mich hat bei der ST direkt der Luftfilter gestört. Ist jetzt am Ende relativ egal, weil ich habe bei mir auch den Heavy Breather dran. Was sich aber bald ändern wird, da möchte ich aber noch nicht so viel zu sagen. Naja, auf jeden Fall war der Hauptgrund für die Lowrider S für mich persönlich einfach die schmalere Linie. Ich persönlich finde die Koffer nicht schön, es ist nicht mein Stil, also an einer Roadlight, Streetlight ist es cool, an einer ST finde ich so semi-cool. Mittlerweile ein bisschen cooler, aber damals war es gar nicht mein Fall. Auch das vordere Fairing finde ich bei der ST ganz cool, allerdings gibt es da geilere Optionen. Wenn ihr mein Video gesehen habt, was ich bei meiner Lowrider S noch umbauen möchte, dann wisst ihr, was da so mein Favorit ist. Mittlerweile muss ich aber sagen, gefällt mir die ST doch deutlich besser als am Anfang. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Lowrider S besser zu mir passt, vor allem zu dem, was ich so vorhabe im Umbau. Aber ich finde, die Lowrider ST hat auch ihre Vorteile. Gerade die Koffer und sonst was, wenn man doch mal längere Touren fährt, ist schon ziemlich geil. Das Windshield, finde ich, hält jetzt nicht unbedingt Wind ab, dass man da beim Fahren eben einen großen Komfortvorteil hat. Aber da man mit diesem Fairing deutlich höhere Riser verbauen kann, ohne dass die Linie vom Bike verloren geht, hat das dann wiederum vielleicht auch einen positiven Einfluss auf die Sitzposition. Ich möchte aber nicht den ganzen Tag hier in der Werkstatt sitzen und mit euch labern, sondern ich möchte auf die Straße. Wir werden es so machen, wir fahren unsere Fast Johnny einfach heute mal Probe. Es ist schon sehr lange her, dass ich eine Lowrider ST gefahren bin. Aber ich gucke einfach mal, wie es jetzt so nach längerer Zeit nicht fahren für mich ist und ob ich danach vielleicht sage, scheiße, hätte ich mir mal lieber eine ST gekauft. Außerdem habe ich einfach mal Bock, eine Runde mit der zu drehen, weil wir die jetzt halt so ein bisschen umgebaut haben. Und ich denke, der Sound mit Jacqueline Hyde und Midland Filter wird auf jeden Fall Spaß machen. Wir sehen uns gleich auf der Straße und dann gucken wir mal, ob ich meine Entscheidung, eine Lowrider S gekauft haben, bereue oder nicht. So, Freunde, da steht das gute Stück. Wir gehen mal runter und schwingen uns drauf. Ich zeige euch jetzt noch nicht so viel von dem Ganzen. Wir fahren nämlich erstmal und dann gucken wir uns das Schätzchen nachher noch mal genauer an. Ich zeige euch, was umgebaut wurde. Aber erstmal auf die Straße und los. Ich habe mir überlegt, ich bin ja ein bisschen aus Bielefeld rausgezogen. Ich möchte jetzt mal gerne einmal noch mal in meine alte Hut fahren und mal schauen, was sich da so getan hat. Denn das liegt nämlich auf dem Weg zur Universität und das ist nämlich unser heutiges Ziel. Boah, warum quietschen die Bremse so? Das ist unser heutiges Ziel. Wir fahren zur Uni Bielefeld und dort oben auf dem Parkhaus werden wir uns erstens wahrscheinlich sehr gebildet fühlen und zweitens kann ich euch da mal ganz in Ruhe das Motorrad ein bisschen vorstellen. Aber hier rauszukommen ist auch immer echt ein Segen. Naja, wir sehen uns gleich. Wir fahren mal gerade hier kurz rein, denn ich habe doch da gerade jemanden gesehen. Mr. Ramon. Ramon ist der Markenverantwortliche von Ford und ein guter Freund von mir. Die haben mir jetzt einiges gemacht. Die Tiefbauer sind am Start. Am 19. ist nämlich hier die Eröffnung. Wir werden da auch am Start sein. Wir werden da hinten in der Garage sein. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir werden Probefahrten anbieten. Das ist der Samstag, der 19.10. ist die Eröffnungsfeier. Und ja, da wird es auf jeden Fall rund gehen und das wird geil. Wir kommen mal wieder zum heutigen Thema. Und zwar wollte ich ja die Lowrider ST einfach mal wieder hier probefahren, um mal so einen kleinen Vergleich zu machen. Ja, Lowrider S, Lowrider ST, war es vielleicht eine Fehlentscheidung, dass ich die Lowrider S genommen habe. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, die Bikes sind sich sehr ähnlich und eigentlich hat die Lowrider S nicht wirklich einen Vorteil gegenüber der ST, außer dass sie vielleicht leicht schmaler ist und du dadurch vielleicht besser durch den Verkehr durchschlängeln kannst, wenn du das denn möchtest. Aber grundsätzlich hat die ST natürlich durch die Koffer und auch durch ein bisschen mehr Windgeschütztheit eigentlich mehr Vorteile. Es geht hier natürlich nicht immer nur um die fahrdynamischen Vorteile, sondern auch ein bisschen um einfach Geschmack. Ne? Und das war auch der Grund, warum ich zur S gegriffen habe, weil ich diese schmale, doch eher sportliche Linie doch gut finde. Die ist, finde ich, bei diesem Motorrad hier gar nicht gegeben. Ich muss aber sagen, der Fast Johnny Lack tut ihr auf jeden Fall gut. Also das ist kein Motorrad, was man schwarz fährt, finde ich. Das ist dann irgendwie, passt nicht. Also das Ding hier muss schon irgendwie
bunt sein, wenn jetzt nicht der Lack, dann irgendwie die Felgen oder so, irgendwas Eloxiertes, finde ich dann schon cool halt, ne? Also was ich schon mal sagen muss hier nach meinem Umzug, ich habe den Bielefelder Stadtverkehr nicht vermisst. Also das ist ja hier quasi mein alter Arbeitsweg. Wir haben jetzt glaube ich so 16 Uhr, es ist noch nicht ganz Berufsverkehr, aber ganz ehrlich, jetzt, ich wohne ja wieder ein bisschen mehr auf dem Land, es ist ein Segen. Schreibt mir mal in die Kommentare, seid ihr eher Stadtmenschen oder eher Leute, die lieber so ein bisschen in der Vorstadt wohnen? Also ich finde, für uns Motorradfahrer ist die Vorstadt auf jeden Fall the way to go, also ganz ehrlich. Boah, hier ist ja übelst Stau, Alter. Ich könnte natürlich über den Fahrradweg fahren. Aber das ist natürlich nicht zugelassen laut StVO. Interessiert mich das? Wahrscheinlich eher weniger. Aber wir hören uns erstmal ein bisschen den Sound hier an. Schon mies. Also ich will ja jetzt nicht sagen, ich habe mich durchgeschlängelt, aber eventuell habe ich mich durchgeschlängelt. Wir sind aus dem Stau raus, musste jetzt ein bisschen anders fahren als geplant. Ist aber nicht weiter schlimm. Der Plan bleibt bestehen. Und also bis jetzt, ich muss sagen, ich fühle mich wie auf meinem Motorrad, ne? Das ist wirklich eigentlich quasi kein Unterschied. Kann man hier links schon durchfahren? Boah, ich bin mir nicht sicher. Das Bike fährt sich fast 1:1 für die Lowrider S. Das Fairing merkt man nicht, zumindest jetzt nicht beim Stadtverkehr von der Geschwindigkeit. Also wenn man jetzt wirklich mal auf die Optik scheißt, sage ich mal, ne? Dann würde ich, glaube ich, echt sagen, holt euch lieber eine ST, weil ihr habt einfach Koffer hinten, ne? Und es ist halt bei jeder Kleinigkeit, die ich mitnehmen möchte auf meinem Bike, muss ich immer einen Rucksack mitnehmen. Und ja, fahren mit Rucksack ist einfach nervig. Dementsprechend, wenn euch die ST optisch gefällt, dann würde ich die wahrscheinlich priorisieren, weil sie hat fahrdynamisch wirklich keinen Nachteil. Wenn es euch aber um die Optik geht, so wie es jetzt bei mir ist, weil ich natürlich die Karre auch für Content und so nutze, ja gut, da muss man natürlich halt schauen, ne? Boah, ich bin wirklich ein wenig lost gerade hier. Bleib stehen. Besser ist es für dich. Wir haben hier ja so einen Step-Up-Sitz verbaut. Das war eigentlich nur so eine spontane Entscheidung, weil dieser Sitz lag halt schon wochenlang bei mir am Schreibtisch und war von einem Altfahrzeug, was quasi so jetzt nicht mehr bei uns ist, weil es nicht mehr gebraucht wird. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir hauen den hier drauf, weil das passt ja so vom Stil, ne? Ich habe ja bei mir den Settleman SDC Pro Gripper oder so heißt das Teil. Und ich muss schon sagen, der Settleman hat eine deutlich bessere Qualität. Also dieser Sitz hier, ich glaube, das ist original Harley-Zubehör. Zeige ich euch gleich nochmal den Sitz. Der ist wesentlich unbequemer. Also ich glaube, hier ist kein Gelkissen drin. Hier ist nicht diese Gummierung, dass man mehr Halt hat. Und der ist halt wirklich so, ja, das ist so eine Stufe quasi, ne? Meiner ist ja ein bisschen rund. Du hast hier trotzdem guten Rückhalt, also besser auf jeden Fall als der originale Sitz. Aber der Settleman, muss ich sagen, wesentlich besser. Also er ist zwar sehr teuer mit seinen, was weiß ich, 700, 800 Euro oder was das Ding kostet, aber wenn man jetzt mal hier so eine vielleicht etwas günstigere Alternative fährt, dann sage ich ganz klar, wer billig kauft, kauft zweimal. Dementsprechend da vielleicht wirklich überlegen, wenn ihr das haben wollt, einmal ein bisschen mehr in die Tasche zu greifen. Hier ist ja ein Midland-Luftfilter dran, also ein offener Luftfilter, den man mit Kombigutachten eintragen kann, zusammen mit der Jaclyn Hyde. Das heißt, du fährst halt legal, du hast nichts mehr im Weg, hast mehr Durchzug und das Potenzial, wenn man jetzt ein Mapping drauf machen möchte, quasi Stage 1 zu fahren und mehr Leistung zu haben. Viele sagen immer, wie, du hast jetzt Jaclyn Hyde und einen offenen Luftfilter, also jetzt nicht zu mir, aber allgemein, da musst du ja ein Mapping machen. Und wir wissen alle, Thema Mapping ist leider nicht legal. Ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter, aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt, oder wenn man sich auch das Geld einfach sparen will. Viele denken, man muss ein Mapping machen, wenn man diese Kombination fährt. Das ist absolut nicht der Fall. Also das Teil hier hat kein Mapping, hat eine Abgasanlage, die offen ist, hat den Luftfilter dran und das fährt 1:1 wie Serie von der Stabilität. Bleib stehen, Alter. Von der Stabilität. Ich habe nicht mehr Magerruckeln, ich habe keine Fehlzündung. Das fährt top. Ich habe keine Fehlercodes oder Motorkontrollleuchte oder so. Also für mich persönlich sehe ich da keine Not für ein Mapping. Ne? Wer es machen will, kann es natürlich machen. Es wird mit Sicherheit keine Verschlechterung sein. Aber es ist nicht notwendig. Ne? Das heißt, wenn ihr Bock auf so einen Luftfilter habt, das ist kein Problem. Thema Luftfilter habe ich ja schon mal ein bisschen was angeteasert. Ich sage da nochmal ein bisschen was zu. Also wer eine Lowrider S, Lowrider ST oder alte Street Road Glide ST hat mit den bronzefarbenen Felgen und sowas, stellt euch mal vor, jemand würde einen Luftfilter rausbringen mit Kombi-Gutachten, der sehr, sehr gut zu dem Modell passt, der farblich auch sehr, sehr gut zu dem Modell passt und einfach geiler aussieht als viele andere, vielleicht auch noch eine limitierte Auflage ist und das Ganze komplett legal. Das wäre schon ziemlich cool, ne? Aber ja,
Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Übrigens wollte ich mich auch mal bei euch bedanken für die ganze Interaktion immer unter den Videos. Also ich muss echt sagen, mir macht es super Spaß, die Videos zu produzieren. Ich habe da ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch mit den Intros und sonst was. Das macht mir einfach Bock. Aber was mir wirklich am meisten Spaß macht an diesem ganzen YouTube-Projekt, ist wirklich die Interaktion. Also die Kommentare, vor allem, ihr schreibt teilweise echt super lange Kommentare und sehr qualitative Kommentare. Also bleibt dran, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich beantworte alles, ich lese alles. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, sonst was habt, haut es immer gerne in die Kommentare. Finde ich echt, echt immer, also macht einfach Bock, ehrlich jetzt. Da wäre auch direkt noch eine Frage, die mir einfällt. Ich habe ja bis jetzt relativ wenig von mir als Person, von meinem Privatleben und sonst was auch hier auf dem Channel gezeigt. Es war ja doch jetzt mehr, ja, Motorrad, Auto fokussiert. Wäre das interessant, wenn man mal so ein Video macht, zum Beispiel einen Tag im Leben von mir, dass ich euch mal mitnehme? Picken wir uns vielleicht einen Tag raus, bei dem ich auch im Harley Store arbeite und sowas. Ich zeige euch meinen Alltag, zeige euch, wie das Leben so ist, wenn man quasi diese, ja, multiplen Jobs hat, sprich bei Harley arbeiten, dann diese eigene Selbstständigkeit mit Social Media und sonst was. Wäre sowas für euch interessant oder sagt ihr, nee, dieses Persönliche interessiert mich nicht, ich will einfach nur Motorrad-Content sehen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Wäre mal interessant für mich, da in den Kommentaren ein bisschen was zu lesen. Wir sind jetzt fast da. Ich spüre das schon so ein bisschen, wie ich immer intelligenter gerade werde, weil ich halt diese Uni-Nähe einfach bekomme. Mein Plan wäre jetzt, wir fahren aufs Parkhaus oben. Und dann gebe ich euch noch mal eine kleine Vorstellung von dem Bike hier. Wir quatschen da noch mal drüber. Was ich euch auf jeden Fall schon sagen kann, in diesen Parkhäusern schallt der Auspuff unfassbar geisteskrank. Das ist nämlich so ein relativ flaches Parkhaus, also ist nicht sehr hoch. Und da drin ist es wirklich sehr laut, also sehr, sehr laut. Wir fahren jetzt mal direkt hier links ins erste Parkhaus rein. Boah, hier ist richtig was los. Aber egal, wir tun einfach so, als würden wir dazugehören. Hier ist asozial laut, ehrlich. Alter. Hä, der darf doch hier gar nicht langfahren. Ist doch hier Einbahnstraße. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Alter, ist schon sehr laut. Also ich habe es noch nie gesehen, dass dieses Parkhaus hier so voll ist. Normalerweise, wenn man hier hochfährt, dann ist hier nicht ein Auto. Ich habe hier schon so oft oben was gefilmt. Das ist ja krass, Alter. Er steht hier auch mitten im Weg. Aber hier ist doch was frei. Das ist doch schon mal gut. Ich drehe mal das Bike und dann sehen wir uns gleich. Ich möchte nur noch mal kurz anmerken. Absoluter Klassiker. Frauenparkplatz. Passt doch, oder? Also, hier haben wir nochmal das Schmuckstück jetzt zum Ende des Videos. Wie schon gesagt, Lowrider ST, 117er Milwaukee 8 Motor ist da drin. Quasi genauso wie bei meiner. Hat jetzt die Fast Johnny Lackierung. Finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich aber persönlich, wenn es meine wäre, noch die Felgen weiß machen. Das sieht dann richtig, richtig geil aus. Und wenn man dann hier das hier noch weiß macht, das schwarz, dann ist wirklich Feierabend. Sonst finde ich die schon sehr geil. Kennzeichenhalter könnte man noch ändern, dass man hier quasi das Rücklicht wegmacht und dann halt einen Kennzeichenhalter macht von Iron Optics zum Beispiel, wo dann die Blinker und Rücklicht und so alles integriert ist, dann ist das nochmal eine coolere Linie. Oder man macht halt irgendwie eine Sissy Bar dran und macht dann an die Sissy Bar das Kennzeichen. Nochmal hier so ein bisschen zu den Details von dem Fast Johnny Lack. Sehen wir hier nochmal das Schweinchen. Ist schon ganz cool eigentlich der Lacksatz, ne? Ich bin eigentlich nicht so ein Blau-Fan, aber die Dinger finde ich echt gar nicht so schlecht. Was haben wir hier dran? Midland-Filter. Das ist, haben wir in der Zusammenarbeit mit dem Shop gehabt mit Midland. Das ist jetzt ein limitierter Filter mit dem orangenen Gitter. Gibt es nur 66 Mal. Das ist die Nummer 1 von 66. Haben wir so ein bisschen als Demo-Teil bekommen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil sich das so ein bisschen halt wieder aufgreift. Diese Komplementärfarbe blau-orange hier mit den Blinkerkappen und sowas. Finde ich ist eigentlich ganz cool, ne? Wir hatten erst überlegt, eine silberne 2-in-1-Anlage dran zu machen. Das halt Weiß und Silber sich so ein bisschen wieder aufgreift, aber ja, da waren dann die Diskussion bei uns im Team groß und die Leute meinten, nee, muss was Schwarzes dran. Dann habe ich gesagt, komm, wir bestellen die 2-in-2-Anlage, die ist eh lauter. Einfach mit den Slash-Kappen, finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall ein nices Motorrad. Das ist die Sitzbank, die ich meinte. Die hat auf jeden Fall hier kein Gelkissen drin, da bin ich mir sicher. Fährt sich in Ordnung, ist aber jetzt nicht die Welt, sage ich mal, ne? Grundlegend solides Motorrad. Kommen wir mal zur Anfangsfrage vom Video. Würde ich vielleicht jetzt doch eher die ST bevorzugen oder meine S. Also für mich ist es ganz klar die Lowrider S. Versteht mich nicht falsch, das ist ein cooles Motorrad, das sieht super aus. Aber für mich persönlich ist dieser klassische und schmalere Stil der Lowrider S ungeschlagen. Also finde ich einfach geiler. Das hier hat mit Sicherheit in der Praktikabilität seine Vorteile, aber das muss ja jeder für sich auch entscheiden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für euch bevorzugen würdet, wenn ihr euch zwischen einer dieser beiden Motorräder entscheiden müsst. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Gucke aber erstmal, wo wir ein bisschen weniger Verkehr haben, weil das war ja gerade eine Katastrophe.
Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch im Anschluss noch ein Video zu meinem Bike. Dann habt ihr nochmal quasi diesen direkten Vergleich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Daumen nach oben und ein paar Kommentare. Macht's gut, bleibt stabil. Dann wurde mir am Montag auch noch die Endkappe von meinem Griff hier geklaut. Eigentlich sieht das ja so aus. Irgendein Arsch hat das hier einfach abgedreht irgendwie. Keine Ahnung, Alter.